Geht schon los und ich werde es dann schneiden lassen. Gut, geht schon los. Ich lasse einfach mitlaufen und der Christoph schneidet es. Ja, der muss es schneiden. Ich muss mich noch aufbauen eigentlich. Mach nur. Ja? Okay. Ja, da kannst ja du mich inzwischen schon mal. Also was ist so die zentrale Frage, diese professionelle Distanz oder? Ich komme eigentlich ohne konkrete Fragen. Also ich weiß nicht. Eher vielleicht, wie hast du das so erlebt, als Geisteswissenschaftlerin in die Medizin zu kommen? Weil das ist was, wo ich also sehr momentan mich noch entwickeln muss, spüre ich so. Dass das man ist da total nicht, schwierig. Genau, dass man da nicht immer so willkommen ist oder der Sinn dahinter nicht immer ganz gesehen wird, sondern wie du da durchgegangen bist oder was so deine Erfahrungen damit war. Es war für mich ähnlich, also ich kam mir immer so ein bisschen wie ein Alien vor. Genau, ja. So nicht dazugehörig, nirgends einordnerbar. Genau, auch in dieser Hierarchie, die ja dort sehr wichtig ist. In dieser Hierarchie überhaupt nicht vorhanden. Genau. Irgendwie wie so ein U-Boot, ein bisschen, was so mitschwimmt, aber nicht zu sehen ist, nicht wirklich zu sehen, was sich dann doch bemerkbar macht. Genau, ja. Und das war für mich sehr schwierig, zu keinem Team richtig gern zu gehören, weil ich habe mir das Zimmer geteilt mit einem Assistenzarzt. Und das war ein Assistenzarzt und dann mit einer Psychologin, das war eine Psychologin und damit, weiß ich nicht, keine Ahnung, halt mit Krankenhausangestellten. Und bei mir war es auch immer die Schwierigkeit zu erklären, was ich da überhaupt mache und was ich da überhaupt will. Genau. Und dass sich dann die Leute nicht angegriffen fühlen. Also ich habe immer das Gefühl, wenn ich sage, ich komme aus der Linguistik eher, dass die oft denken, ich komme, um zu untersuchen, wie sie Sprachfehler oder Fehler Beziehungsfehler, machen. Kommunikationsfehler machen. Und dann ist da oft so eine Wand, habe ich das Gefühl, dass die da ein bisschen skeptisch sind. Und da kann ich dir gleich Trick Nummer 1 an die Hand geben, nämlich man sollte mit vertrauten Reizen kommen. Ja. Also ich habe zum Beispiel, wenn ich gesagt habe, ich habe Philosophie studiert, ich habe nie das Wort Geisteswissenschaften im Mund genommen, außer es war jemand, der selber Geisteswissenschaften studiert hatte, aber sonst habe ich immer nur gesagt, ich bin Philosophin, Klinikphilosophin. Wissen Sie, was Philosophie ist als Wissenschaft oder kennen Sie sich mit Philosophie schon aus? Haben Sie schon mal davon gehört? Und dann habe ich sofort gemerkt, keiner kennt sich aus. Ja. Und deswegen habe ich dann gesagt, ich arbeite hier in der Klinik und vermittle zwischen den Ärzten und den Angehörigen, damit jeder die Sprache des anderen versteht. Genau. Und dann habe ich das noch ein bisschen dialektal sogar in Österreich gefärbt, bei den Menschen, die selber Dialekt sprachen. Und darauf habe ich Vertrauen hergestellt. Ja. Sonst war ich echt wie so eine akademische Tussi, die den Leuten auf die Finger schaut, die man nicht einordnen kann, wo man sich überprüft fühlt. Genau, ja? Und das ist eben die Gefahr. Und Linguistik ist auch so ein Wort, wo ich dir sagen kann, viele Top-Unternehmer, die ich kenne, weil ich ja auch eine Agentur habe und da lerne ich auch andere Leute kennen, als Psychologen und Psychotherapeuten, die haben noch nie das Wort Linguistik, die sind aber nicht dumm und ungebildet, sondern die haben halt ihr Fachwissen, ihre Fachsprache und da gehört halt Linguistik nicht dazu. Und Philosophie, Psychologie, Psychotherapie konnten viele von diesen sehr gebildeten Menschen auch nicht wirklich zuordnen. So quasi, jetzt red doch nicht so blöd. Du bist Philosophin, hast schwer gehabt, das ist eh das Gleiche wie Psychologie. Einfach mit den Leuten reden und Händchen halten und streiten. Genau, ein bisschen reden und dann was muss man da untersuchen. Und deswegen runter, ein paar Level runter, aber nicht jetzt im Sinne von intellektuell runter, weil die Leute sind ja intellektuell äußerst versiert und sehr klug, aber sie haben diese Vorkenntnisse nicht. Deswegen sollte man sie da abholen und nicht so auf Vollständigkeit bedacht sein. Ich habe Geisteswissenschaft und Philosophie studiert und zudem noch Linguistik. Das ist überhaupt nicht von Belang, sondern dass man es ganz einfach erklärt. Ja? Ja, genau. Einfach erklärt, was tut man. Ja. Ich tue das und das, wenn Sie es mir erlauben. Und dann gleich irgendwie so. Ne? Und noch mit einem Lächeln begleiten, das ist Tipp Nummer 2. Kein aufgesetztes Lächeln, sondern wirklich mit Freude das machen und nicht selber unsicher sein. Wenn man sich selber unsicher ist, ob man da so quasi, ja, also ich mache das und das, wenn man schon in so einer defensiven Haltung ist, dann sind die erst recht verstört. Ja, genau. Und also du hast ja in deiner Arbeit dann auch schon Kritik geübt an dem Verhalten von den Ärzten dort. Wie war denn da so die Reaktion? Das kann ich im Moment gar nicht einschätzen, wie weit man sich da überhaupt aus dem Fenster legen sollte, natürlich auch im Hinblick auf
was man danach tun möchte, also wenn man danach noch schon in diesem Feld bleiben möchte. Ich kann mir vorstellen, ich meine, diese Leute haben mir jetzt auch sehr viel geholfen, die haben mir Einblick gewährt, die haben mich dabei sein lassen, die haben Gespräche geführt und so weiter. Und wenn ich jetzt irgendwie ein Kapitel darüber schreibe, das könnte man verbessern und das sehe ich da ein bisschen kritisch, genau. Also gab es da bei dir irgendwie eine Reaktion darauf oder was ist im Nachhinein passiert nach dieser Arbeit? Ja, da gab es schon Reaktionen. Es war sogar so, dass ich einen der Mediziner, das war ein Facharzt für innere Medizin, der mich eben besonders Einblick nehmen ließ in invasive Methoden und wo ich ihm festgestellt hatte, dass er gar nicht dialogfähig war mit dem Patienten. Er meinte aber nach bestem Wissen und Gewissen für seine Patienten bestmöglich und super eigentlich da zu sein. Und dann wurde dieser Artikel sogar in der Wiener Medizinischen Wochenschrift veröffentlicht. Und da kam ihm dann vor, dass das ein aneinander Vorbeireden war und der Arzt gar nicht merkte. Er war so mit den Befunden und der Krankengeschichte, dem Checken vor dem Eingriff, wollte er nochmal sich vorbereiten, hat dem Patienten halt so das Hintergrundgeräusch gehört und der lag aber tränenüberströmt auf diesem Behandlungsstuhl. Ne? Und der hat das gar nicht bemerkt und hat einfach seine Stereotypen-Sätze, ja, das wird schon wieder und so weiter, wohlmeinend gesagt, aber war nicht wirklich in Kontakt und das habe ich sehr wohl thematisiert. Und es gibt dann die Sorte Mediziner, die total dankbar sind und sagen, ja, das ist toll, dass ein Blick von außen mir die Augen öffnet, vielleicht könnte ich wirklich ein bisschen mehr Nähe mir erlauben und muss keine Angst vor dieser Nähe haben. Das wäre die optimale Lösung. Genau. Und dann gibt es natürlich welche, die nehmen es, da ist man auch auf der sicheren Seite, die nehmen es gar nicht ernst, weil es ja geisteswissenschaftlich ist, so quasi, ja, die muss ja irgendwas finden, ne? Und die Frau Oberklug und so, also da wird das eher so belächelt, so ein bisschen hierarchisch, ja, jetzt genau. So irgendwie, ja, was versteht die schon davon? Als junge Frau noch dazu, genau, so wie das damals war. Aber die, die wirklich philosophisches Interesse haben, und da komme ich jetzt zum eigentlichen Punkt, ganz, ganz viele naturwissenschaftlich orientierte oder gebildete Menschen und eben auch Mediziner haben eine wahnsinnige Sehnsucht nach geisteswissenschaftlichen Inhalten, nach Philosophieren. Ich habe ja so einen Dauerschulfix auf der Klinik in Graz, auf der Universitätsklinik installiert gehabt mit einem Professor, mit dem Professor Bieringer von der medizinischen Psychologie. Und da war ein Zulauf, das war gigantisch. Ja. Ärzte, wo man gar nicht erwartet hätte, dass die sich für Philosophie interessieren. Ja, total. Die kamen da hin und hatten einen Hunger nach Reden, endlich darüber reden, wie es mir geht, wenn ich das und das mit dem Patienten mache. Auch auf medizinischen Kongressen und so sieht man immer wieder, dass sie dann plötzlich Literaturzitate einbauen und so weiter. Genau. Also das ist auf jeden Fall, wird dann auch als sehr positiv bewertet, wenn sie sich dann so ein bisschen universeller präsentieren. Genau. Und ich glaube, dass Ärzte auch grundsätzlich kritikfähig sind, ja. Und dass die eigentlich, also das Gros der Ärzte, mit denen ich zu tun hatte, war wirklich sehr tolerant und wissbegierig, was da jemand mit meinem Blick, also so ein ganz anderer Blick, eben kein naturwissenschaftlicher Blick überhaupt feststellt. Ne? Okay, Also die haben das eigentlich als hilfreich empfunden. Insofern habe ich da gute Erfahrungen gemacht und so wie du das auch gesagt hast, mir wurde kein Weg verwehrt, also ich wurde da überall rangelassen. Ja. Ich war auf der Transplantstation, ich war bei den frisch transplantierten Patienten, ich war bei den hirntoten Organspendern, ich war auf der Intensivstation überall. Ja. Ich hatte diese Schürzen um und ich war eben verkleidet als intensivmedizinische Schwester und ich war verkleidet quasi als geriatrische Pflegerin und ich habe dann tatsächlich auch schon teilweise mitgemacht, einfach um nicht so nutzlos dazustehen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber auch, für mich war das so schlimm, teilweise nichts zu tun zu haben. Alle waren in ihrem Rollenschutz auch drinnen, also hatten ihren Rollenschutz. Ne? Und ich hatte den nicht und habe deswegen mit voller Macht diese ganze Emotion gespürt, die da durch das Tun oft kompensiert wird. Ja, das stimmt, Was machst du da genau, wenn ich fragen darf? Also thematisch ist das so im Bereich Impfmedizin. Das ist ja gerade auch medial und politisch in Österreich auch Thema. Sehr, Und da gibt es erstaunlicherweise noch gar nicht so viel Forschung aus dem nicht-medizinischen Bereich. Da gibt es was aus der Psychologie, die halt erforscht haben, welche kognitiven Prozesse zu einer positiven oder negativen Impfentscheidung führen und da wird zum Beispiel angebracht, dass Vertrauen ganz wichtig ist. Und das ist der Status quo, aber mich interessiert halt jetzt, wie wird dieses Vertrauen hergestellt? Mit welchen
Griffen, mit welchen Methoden, was machen die, genau, um dann halt zu sehen, entscheidet sich ein Mensch für eine Impfung oder gegen eine Impfung und kann man da was sehen und wie, es wird dann halt auch empfohlen von der Psychologie eine Beziehung aufzubauen, das nicht wie ein Fall abzuarbeiten, wie das bei dir auch geschrieben wurde, ja. Und mich interessiert halt ganz konkret, wie läuft das ab, erstmal aus einer deskriptiven Perspektive natürlich, wie handhaben die Ärzte das aktuell und dann natürlich, wenn sich das ergibt, Ergebnisse daraus zu bekommen, vielleicht auch Empfehlungen geben zu können, wie, was kann man tun, um ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, das ist natürlich sehr individuell, aber vielleicht gibt es ja gibt's schon etwas, genau, natürlich, so beziehungsweise was man nicht tun darf, ne? Genau, dem anderen dieses Gefühl geben, nur ein Objekt zu sein und gar nicht als Mensch wahrgenommen zu werden, das sind die No-Gos natürlich. Ja. Das Interessante ist ja auch, dass ich viele Patienten und Patientinnen kennengelernt habe, die ihren Ärzten alles verziehen haben, auch wenn mal ein ärztlicher Kunstfehler, irgendetwas, eine Frustration, eine Enttäuschung war, weil etwas, ich spreche jetzt nicht von Impfen, sondern irgendeine Behandlung war, die völlig verkehrte gewesen, die liefen dennoch weiterhin zum Arzt, weil das Vertrauen da war und wollten nicht zu einem anderen gehen. Und das Impfen ist halt insofern auch interessant, weil das halt aus der Präventionsmedizin kommt und das entwickelt sich auch gerade so ein bisschen. Das heißt, die Menschen, die dorthin kommen, die sind gesund. Gesund, genau. Die haben nichts, die haben eher Angst, dass sie Schaden nehmen, also dass ihre Gesundheit irgendwie zerstört wird durch die Impfung, dass sie Nebenwirkungen bekommen. Also das ist ein bisschen umgekehrt, wie das bei dir ist. Das finde ich spannend. Also das interessiert mich auch. Ja. Möchtest du dich noch kurz unseren Zuschauern vorstellen? Da? Gerne. Hallo, mein Name ist Juliane. Ich arbeite als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Münster in der germanistischen Sprachwissenschaft. Habe wie Monika auch Philosophie und Germanistik studiert. Habe den Master in Wien gemacht. Also habe auch lange in Österreich gelebt. Ja, und bin über ihre Doktorarbeit auf sie gestoßen, habe dann ein bisschen recherchiert über sie im Internet, ob es noch mehr tollen Texte gibt und bin dann eben auch auf die YouTube-Videos gestoßen und ja, habe dann aber aus den Videos auch ein bisschen was ziehen können, so weil man ja auch mit Studierenden in Sprechstunden öfter mal ja, mit heiklen und sehr emotionalen Themen konfrontiert wird und dann andererseits bin ich auch noch Yoga-Lehrerin und da hat mir sehr gefallen, dass Monika auch auf die Bauchatmung gekommen ist, was auch so mein Spezialthema ist. Und irgendwie hatte ich ja das Bedürfnis, mich mal auszutauschen mit ihr. Ja, und jetzt bin ich schon dabei im Video, wie toll. Und schon am Kanal eingebaut, so schnell kann das gehen. Genau. Ja. Okay, ja danke Juliane. Ja, danke dir. Tschüss, bis zum nächsten Mal.